Moin Moin! Ja, ich lebe noch, ich bin vorhanden. Erstmal sorry, dass ich mich so das letzte halbe Jahr quasi gar nicht auf diesem Kanal gemeldet habe. Das lag daran, dass seitdem ich nach Ägypten gezogen bin, dass wir da kein WLAN in unserer Wohnung hatten und irgendwie das Auslandssemester stressiger war als gedacht. Das heißt, ich durfte jeden Tag so um 6 Uhr morgens aufstehen und bin dann irgendwann wieder so um 5 oder 6 Uhr abends je nach Verkehr zurückgekommen und hatte dann noch Hausaufgaben auf. Und ich war nur so fertig und ohne WLAN und keine Zeit zum Dinge bearbeiten. Ich so, ich habe einmal versucht, ein Video zu machen, dann bin ich aber eingeschlafen und dann habe ich es gelassen. Ja, aber jetzt sind wir aus Kairo weggezogen und nach Alexandria gezogen, in der Wohnung mit Internet für unseren letzten Monat hier. Das heißt, ich versuche zumindest, dass ich den nächsten Monat, bevor es dann wieder weiter ans Reisen geht, mal ein bisschen was wieder zu machen und auch mit Content so. Das nächste Video, was ich machen werde, wird wahrscheinlich über DHT-Creme sein, aber gut, das tut jetzt nichts zur Sache. Denn heute gibt es ein kleines Update über meinen Stand, wie es bei meinem Plan mit dem Clickpen ausschaut und so ein paar Zweifel oder Unsicherheitsgeschichten zu einer damit verbundenen OP. Also erstmal, ich habe meine Termine, meine OP-Termine. März wird irgendwie richtig voll sein. Anfang März habe ich erstmal meine Mastek-Korrektur und dann fast 2 Wochen später, also eigentlich genau 2 Wochen später, habe ich dann meine Kombi-OP aus Hysterektomie, Kolpektomie und eben der Clitpen-OP. Für alle, die es nicht wissen, mit Hysterektomie wird die Gebärmutter entfernt und die beiden, wie heißen die Dinger irgendwie nochmal? Ovarien. Es ist morgens, ich kenne keines, kenne morgens keine anatomischen Begriffe. Genau, lassen wir das mal so stehen. Dann bei der Kolpektomie wird quasi die Vagina verschlossen und bei der Clitpen-OP wird halt dann der Klitoris-Penoid geformt. Ja, das heißt, März wird eine spannende Zeit, auch wahrscheinlich eine volle Zeit und eine auslaugende Zeit für mich. Wahrscheinlich auch eine Zeit mit vielen Videos, weil da habe ich ja dann wieder viel zu berichten. Genau. An sich freue ich mich voll auf die OPs und dann auch, wie es weitergeht und einfach dann irgendwie so auch auf das danach, wenn es dann tatsächlich vielleicht im besten Falle möglich ist, irgendwie im Stehen zu pinkeln und so und einfach quasi so auf nochmal ein neues Körpergefühl. Bei der Histo bin ich mir auch total sicher, dass ich sie möchte. Da war ich mir ja damals vor fast 2 Jahren, als ich meine Mastek hatte, nicht sicher, ob ich die wollte, weswegen ich die auch nicht gemacht habe. Aber dann irgendwie mit der Zeit ist mir es immer wichtiger geworden, dass diese Innereien dann auch entfernt werden, weil ich mich damit irgendwie nicht mehr wohlgefühlt habe und irgendwie alleine, wenn man diese Dinge in Bezug auf meinen Körper anspricht, ich irgendwie so Reaktionen kriege, weswegen ich dann beschlossen habe, dass das weg soll. Und das habe ich schon beschlossen, bevor ich mich dazu entschieden habe, auch die Clitpen-OP zu machen. Und jetzt hat sich das halt so ergeben, dass ich das dann einfach in einem Abwasch mache. Bei der Clitpen-OP bin ich mir auch sehr sicher, weil sonst würde ich das Ganze ja nicht machen und freue mich halt schon richtig drauf, habe natürlich auch ein bisschen Angst. So, was ist, wenn Komplikationen kommen? Was ist, wenn das und das ist? Was ist, wenn es am Ende nicht so aussieht, wie ich das möchte und so? Aber das sind quasi mehr so Zweifel, die mich ein bisschen Angst haben lassen davor, wie es am Ende aussieht. Aber nicht vor der OP an sich, im Sinne von, es sind keine Zweifel daran, ob ich die OP machen lassen sollte, sondern mehr so kleine Ängste von dem, wie es ausgeht. Das heißt,
mit der OP habe ich auch keine Probleme. Die OP, die mir so ein bisschen gedanklich Probleme macht, ist die Kolpektomie, also der Scheidenverschluss. Und da muss ich ehrlich sagen, dass ich nicht weiß, warum. Weil ich habe mal so zurückgedacht und seitdem ich mich erinnern kann, war das immer irgendwie das Körperteil, was mir so dysphorie-technisch am meisten Probleme bereitet hat. So seitdem dieses Körperteil irgendwie ein Eigenleben entwickelt hat, im Sinne von, dass es Flüssigkeiten produziert hat. Etwas uncomfortable speaking about that. Fand ich das irgendwie sehr belastend und sehr blöd und sehr dumm, dass mein Körper das getan hat und wollte immer, dass es aufhört und dass es weggeht und dass es einfach nicht mehr da ist. Und so im alltäglichen Leben benutze ich dieses Körperteil auch nicht wirklich viel. Sorry, das ist schon wieder zu viel Information, aber so, es ist quasi nicht so, als würde ich irgendwie an diesem Körperteil hängen. Es ist, aber es, wenn ich daran denke, dass, wer klettert auf unserem Dach rum? Anyways, wenn ich daran denke, dass ich das zumachen lasse, oder also, dass ich dieses Körperteil quasi disable, entfernen lasse, dann ist es irgendwie ein komisches Gefühl und ich weiß absolut nicht warum. Es ist so, vielleicht liegt es daran, weil es dann einfach weg ist und gerade ist es ja irgendwie noch potenziell da und man könnte was damit machen, wenn man es wollte. Und es war halt auch immer da und es ist halt ein Körperteil, was ich schon mein Leben lang habe und mit dem ich irgendwie auch ein Leben lang mit umzugehen irgendwie gelernt habe, auch wenn es nie irgendwie ein freudiger Begleiter war. Aber irgendwie vielleicht hat mein Hirn, mein Kopf Angst davor, vor dieser Umstellung, dass da halt etwas war und es dann weg ist. Was irgendwie gedanklich auch komisch ist, weil ich meine, bei der Mastek war es ja quasi ähnlich und bei der Hüste wird es auch ähnlich sein. Quasi bei der Hüste sind jetzt noch innere Organe vorhanden, die dann wegkommen. Wovor ich gar kein Problem habe, weil ich diese Organe irgendwie komisch und doof finde an meinem Körper und die deswegen gehen sollen. Und bei der Mastektomie auch. Vielleicht ist es bei der Mastektomie ein kleiner Unterschied, weil die ja nicht immer da waren, sondern die irgendwann während meiner Pubertät gewachsen sind und dann halt weggemacht wurden, sodass es wieder zu einem Ausgangszustand irgendwie zurückgegangen ist. Und bei der Hüste sehe ich und interagiere ja mit den Organen quasi nicht. Aber irgendwie ist es bei der Kolpektomie anders. Und ich gehe irgendwie in der Woche so 2 oder 3 Mal hin und her von so, ja, ich will die OP unbedingt. Und nee, ich will die OP, glaube ich, doch noch nicht. Und bei den Vorgesprächen wurde mir ja gesagt, dass die VY-Plastik, also die OP, wo man quasi einen Hodensack aus den äußeren Schamlippen machen kann, dass die nur durchgeführt werden kann, wenn die Kolpektomie auch durchgeführt wurde. Und für mich war klar, ja, ich will diese Optik von einem Hodensack haben später. Aber selbst da war ich dann so, aber will ich die Kolpektomie? Will ich das wirklich? Und ich habe jetzt einmal nachgefragt bei Dr. Liedl, in dessen Klinik im Planik ich halt auch die OP machen lassen werde. Und er meinte, theoretisch ist es auch möglich, ohne dass man die Kolpektomie machen lässt. Aber da könnten halt dann noch weitere Probleme auftauchen. Das heißt, ich meine, die OPs sind im März, das heißt, ich habe immer noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Und ich habe mit Dr. Lili jetzt auch ausgemacht, dass wir einfach vor der OP noch drüber sprechen, noch die einzelnen Möglichkeiten noch weiter durchgehen können, falls ich immer noch nicht sicher bin, dann genau. Aber ich bin halt jetzt irgendwie schon seit Monaten am Überlegen, warum ich so ein Problem damit habe, mich für die Kolpektomie zu entscheiden, die ich ja eigentlich schon irgendwie will.
und auch schon länger wollte. Aber ich finde es vor allem auch irgendwie sehr interessant, dass so diese Zweifel da sind für ein Körperteil, was ich irgendwie immer relativ doof fand. So, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie sich da mein Gedankenprozess noch irgendwie entwickelt. Und ob es irgendwann mal einen Klick macht und ich dann weiß, so, ja, ich will die Call Pact oder nein, ich will sie doch nicht und entscheide mich dann tatsächlich dagegen. Weil so die Call Pactomie ist ja eine Operation, die man immer durchführen lassen kann, quasi. Vor allem jetzt, wo ich weiß, dass es theoretisch immer noch möglich wäre, das, die Hodensackplastik zu machen, wenn die Kolpektomie nicht durchgeführt wurde. Das heißt, es ist jetzt schon mal so ein kleines Relief, dass ich die Optik trotzdem haben kann, auch ohne die OP. Aber mich würde es halt immer noch interessieren, so, warum diese Zweifel eigentlich da sind. So, ich finde es auch ein bisschen gut, dass die Zweifel da sind, weil dann muss ich mich tatsächlich mal wirklich aktiv mit einer OP auseinandersetzen und warum ich das überhaupt will und warum nicht. Genau. Aber anyways, wie gesagt, ich versuche jetzt ein bisschen wieder konstanter was abzuloaden und wir sehen uns dann hoffentlich relativ bald. Viel Freude, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Goodbye.